Heulen, Tränen, lautes Wehklagen. Im Landgericht kam es heute zu dramatischen Szenen. Im Prozess gegen einen Vater, der im vergangenen Oktober seine kleine Tochter auf brutalste Art und Weise ums Leben gebracht hat. Am Vormittag hatte er seinen Verteidiger ein Geständnis verlesen lassen. Da war noch alles in Ordnung. Der Angeklagte saß relativ unbeteiligt. Da am Nachmittag kam es dann zu diesem halben Nervenzusammenbruch, ausgelöst durch die Aussage eines Polizeibeamten, der ihn damals im vergangenen Jahr vernommen hat und schilderte, wie der Mann sich damals in der Vernehmung verhalten hat. Da hat er nämlich zu dem Polizisten gesagt, dieser möge ihn erschießen und er wolle zu seiner toten Tochter und er solle ihn in sein Grab legen. Als der Polizist das wiederholte, brach der Angeklagte in lautes Wehklagen aus, heulte, weinte, schluchzte, kriegte sich überhaupt nicht mehr ein. Der Prozess musste mehrere Minuten unterbrochen werden, bis der Angeklagte dann mit Hilfe des Psychiaters und mit Hilfe von Medikamenten sich wieder einigermaßen beruhigt hatte und die Vernehmung des Polizeibeamten fortgesetzt werden konnte. Der Prozess ging dann seinen geregelten Gang. Der Prozesstag ist jetzt zu Ende und übermorgen geht es weiter. Dann sagt die Mutter des getöteten Kindes aus, sie wird nur über Video vernommen werden.